Die Kinder aus der Kita Fuchs und Elster erlebten einen spannenden und lehrreichen Tag auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs. Unter der Anleitung von Rolf Fiedler und Bianca Kubelke wurden die 8 Jungen und Mädchen über das Gelände geführt. Dabei erhielten sie nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Nahverkehrs, sondern lernten auch noch etwas dazu. Zur Verkehrsschule wird den Kindern beigebracht, wie sie sich in Straßenbahn und Bus verhalten sollen. Weil man sieht das, sie kommen aus dem Kindergarten, das Schulalter beginnt, sie kommen in die Schule, also mit Schulranzen. Und da gibt es Tarifbestimmungen, da gibt es auch Sicherheitshinweise in Form von Piktogramm. Und wir vermitteln den Kindern das eben in dieser Verkehrsschule vom Kindergarten, bevor sie in die Schule eintreten. Bis zu 700 Kinder nehmen in diesem Jahr an der Verkehrsschule teil. Die Kinder zeigten sich sehr wissbegierig und stellten fleißig Fragen, zum Beispiel nach den Piktogrammen oder warum man in Bus und Bahn nicht essen und trinken darf. Auch das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen, das Aufstehen für Ältere, Schwangere oder Menschen mit Einschränkungen und das Lösen eines Fahrscheins wurden thematisiert. Die Verkehrsschule des Nahverkehrs schließt an die Verkehrserziehung in den Kitas an. Der Höhepunkt des Tages war eine Rundfahrt über das Gelände. Für die Kinder setzte sich an diesem Tag Andreas Möller ans Steuer des Busses. Der Geschäftsführer hat auch schon Erfahrung mit dem Lenken eines solchen Gefährts. Das habe ich tatsächlich schon gemacht, bin auch schon richtig im Linienverkehr unterwegs gewesen. Ist natürlich was ganz Besonderes, die kleinen Kinder zu befördern. Sie sind, wenn sie hier in Begleitung sind, sehr aufmerksam, hören sehr gut zu und lernen auch sehr viel. Allerdings, wenn sie dann im täglichen Schulverkehr unterwegs sind, kommen ja viel, viel mehr Einflüsse auf sie zu. Und da ist es sicherlich noch mal ein Stückchen aufregender, dann so viele Kinder zu befördern. Bei der Rundfahrt wurde den Kindern gezeigt, wie sie sicher stehen und sitzen, falls der Bus einmal plötzlich bremsen muss. Zum Schluss wurde ihnen noch gezeigt, warum der richtige Abstand zur Haltestelle wichtig ist und warum man sich nicht direkt an die Bordsteinkante stellen darf. Am Ende des Tages nahmen alle Beteiligten etwas mit. Die Kinder hatten viel gelernt und die Mitarbeiter der Verkehrsschule waren erfreut, dass ihre Wissensvermittlung gut ankam.